So, jetzt kommt wieder der eBay-Bluff. Ich muss hier, ich will hier meine alten Mountainbike-Teile verkaufen, weil ich werde sonst nie fertig mit meinem Mountainbike-Tuning. Ich habe jetzt hier ein neues Konto erstellt auf eBay, wie neues, weil ich privat verkaufen will. Das andere Konto habe ich irgendwann mal auf gewerblich umgestellt, hat sich aber überhaupt nicht rentiert, deswegen das verkaufe ich auch nicht gewerblich, meine privat gebrauchten Sachen in Bürgergeld, Jobcenter und Co. Jetzt muss ich jetzt noch das eBay-Interface testen. Da sind zwei Testzahlungen eingegangen auf meinem Konto. Ich versuche hier wie vergebens, das irgendwie zu bestätigen. Da muss man dann irgendwie die beiden Beträge, die da eingegangen sind, bestätigen. Also nicht, ist ja so unsicher geworden, das Banking heutzutage, das reicht ja nicht mehr, dass man da einfach nur eine Kontoverbindung angibt. Da müssen erst zwei Testtransaktionen gemacht werden, damit dann das Verkäuferkonto auch weiß, eBay Cockpit, dass das Konto auch wirklich existiert hier in Deutschland und nicht irgendwo auf Cayman Islands sitzt. Also ist so schlecht gemacht wieder das Interface. Zurückgehen, ich finde den Menüeintrag nicht. Ne? Man findet es nicht, diesen, was man da bestätigen soll. Jetzt habe ich ein Bauteil, hat mir jetzt einer gekauft und sagt mir irgendwie, ich soll es jetzt schon verschicken. Soll schon mal das Versandetikett drucken und schon verschicken. Aber irgendwie steht dann hier bei Verkauf steht dann drin, Geld einbehalten, Freigabe circa 15. August. Also, und da sucht man wie blöd in diesem eBay schlecht gemachten Cockpit, wo man jetzt die Transaktionen, die da eingegangen sind, die zwei Centbeträge da. Also es ist schlecht gemacht einfach. Ich habe auch langsam keinen Bock mehr, lauter schlecht gemachte Interfaces durchzuchecken. Ich habe mir dann hier noch einen Screenshot gemacht, Leute, das war hier noch drauf. Genau, das sieht dann so aus auf dem iPad, sieht auch beschissen aus. Läuft nicht gut. Punkt.